Hallo und herzlich willkommen bei TechMech mit Jan Jello. In diesem Video geht es um das Gebiet der Statik, genauer um Fachwerke und noch genauer um den Cremona-Plan. Nach dem Film weißt du, wie man vorgeht, um zeichnerisch die Kräfte zu bestimmen, die die verschiedenen Stäbe eines Fachwerks belasten. Dazu solltest du bereits wissen, wie man die Lagerkräfte eines Balkens oder eines Fachwerks bestimmt. Außerdem solltest du wissen, wie man Vektoren addiert, was ein Druck- und ein Zugstab und was ein Kräfteplan ist. Um den Cremona-Plan zu erklären, habe ich hier eine Beispielaufgabe. Ein Fachwerk wird mit den Kräften F1, F2, F3 sowie den Lagerkräften FA und FB belastet. Die Lagerkräfte sind schon bestimmt worden, deswegen ist zum Beispiel FA am Knoten römisch 1 bereits bekannt. Wir werden jetzt die linke Hälfte des Fachwerks bearbeiten. Am Ende zeige ich dir dann den fertigen Cremona-Plan für das gesamte Fachwerk. Das Verfahren nach Cremona ermöglicht die Berechnung der Stabkräfte Knoten für Knoten. Bei der Auswahl des Knotens gibt es aber eine Bedingung. Es dürfen maximal 2 unbekannte Kräfte auf den Knoten einwirken. Da wir noch gar keine Stabkraft kennen, sollten wir uns also einen Knoten aussuchen, an dem maximal 2 Stäbe angebracht sind. Knoten 1 ist so ein Knoten. Hier sind 2 Stäbe dran befestigt und es wirkt noch die Lagerkraft FA. Die Lagerkraft ist ja bereits ausgerechnet worden, aber die Kräfte in den beiden Stäben kennen wir noch nicht. Wir überlegen uns zunächst einen Drehsinn, der für alle folgenden Knoten gelten soll. Mit diesem Drehsinn plane ich die Reihenfolge, in der die einzelnen Kräfte in den Cremona-Plan übertragen werden. In diesem Beispiel wähle ich mal den Gegenuhrzeigersinn. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com